Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video geht es wieder um Muttertagsgeschenke. Ich habe für euch heute 4 Ideen mitgebracht und dieses Video ist wieder in Zusammenarbeit mit meinen Freunden von Cricut. Das heißt, ich habe auch einige der DIYs mit dem Cricut Joy dieses Mal umgesetzt. Ich hoffe, die Ideen inspirieren euch und ihr habt jetzt viel Spaß bei dem Video. Für mein erstes DIY habe ich das Smart Vinyl von Cricut Joy genutzt. Und zwar wollte ich mir gerne so einen Schriftzug, was Mama bedeutet, dass ich mir selber im Cricut Design Space vorbereitet habe, ausschneiden. Und dafür habe ich Smart Vinyl genutzt, das ja ohne Schneidematte auskommt. Das heißt, man steckt einfach nur das Material rein und es wird von der Rolle aus geschnitten. Das ist ganz praktisch, weil man auch so mit dem kleinen Joy größere Motive ausschneiden kann. Als ich dann fertig war mit dem Schneiden, habe ich mit dem Entgitterungswerkzeug die überschüssige Vinylfolie entfernt, hier mit dem Haken. Danach kam mein Transfertape. Das habe ich erstmal auf mein Vinyl geklebt, dann mit dem Rakel festgedrückt und so konnte ich dann das vorsichtig abziehen, sodass es am Ende auf meinem Transfertape blieb. Und jetzt kann ich es auf jede Oberfläche wieder aufkleben, auf das ich es gerne platzieren möchte. In meinem Fall war das so eine Glasscheibe, denn ich wollte das gerne für einen Bilderrahmen nutzen. Und dafür musste ich das als erstes auf der Scheibe platzieren, dann nochmal mit dem Rakel festdrücken und anschließend konnte ich die Folie abziehen. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich hatte noch eine zweite Scheibe, auf der ich Trockenblumen und Blätter verteilen konnte. Meine Idee war nämlich, dass man den Schriftzug, den ich ja mit dem Joy ausgeschnitten habe, dann eben sieht, dadurch, dass ganz viele Blumen und sowas dahinter sind. Ich habe dafür extra so einen Rahmen besorgt und so könnt ihr eurer Mama ein, wie ich finde, wirklich schönes Muttertagsgeschenk machen, dass sie sich irgendwo hinstellen kann und wo ihr auch noch eine schöne Botschaft mit übermitteln könnt durch den Text. Für meine zweite Idee habe ich leckere Muffins gebacken, und zwar Käsekuchen-Muffins. Dafür muss als erstes der Mürbeteig unten auf dem Boden der Muffinförmchen verteilt werden. Danach kam die Käsekuchenmasse in alle Förmchen. Die genauen Zutaten findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und darauf habe ich dann pürierte Erdbeeren gegeben. Und zwar in jedes Förmchen einen so einen kleinen Klecks. Und dann könnt ihr mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise mit einem Spieß, solche Herzen formen, indem ihr einfach durch diesen Klecks einmal durchgeht. Wenn ihr es dann gebacken habt, sieht das Ganze so aus. Und so habt ihr echt süße Herzmuffins für den Muttertag. Finde ich natürlich sehr passend und da wird sich eure Mama sicher auch sehr freuen. Jetzt zeige ich euch noch die neuen Cutaway-Cards von Cricut. Und zwar gibt es da eine Besonderheit im Vergleich zu den Einlegekarten, die ihr bereits kennt. Ich habe meine Karte über die Cricut Joy App gestaltet. In meinem Fall habe ich das über das iPhone gemacht. Das ging ziemlich einfach. Ihr seht die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr für eure Projekte nutzen könnt. Ich habe natürlich Cutaway-Cards ausgewählt und dann eine Hochformatkarte basteln wollen. Dafür habe ich als erstes geschaut, welche Schriftzüge es gibt unter dem Stichwort Muttertag und habe dann auch noch Herzen hinzugefügt. Ihr könnt hier auch schon auswählen, wie euer Hintergrund, also die kleine Karte, die am Ende reingeklebt wird, aussehen soll, damit ihr entscheiden könnt, was eben am besten passt. Ich habe ja so eine Schimmerkarte, die so einen Regenbogenschimmer hat, ausgewählt und eine rosane Klappkarte dazu. Und bei den Cutaway-Cards ist es eben so, dass ihr das Ganze ausklappt, dort eine Folie entfernen müsst und auf diesen Klebebereich Papier einklebt. Dann wird das nur noch festgedrückt und jetzt legen wir es wie unsere Einlegekarten ebenfalls in unsere Kartenmatte. Und jetzt können wir das natürlich auch ganz normal schneiden, so wie wir das normalerweise mit unseren anderen Projekten auch machen würden. Wenn der Joy damit fertig ist, nehmt ihr euch wieder euer Entgitterungswerkzeug und entfernt alle überschüssigen Papierstücke
In meinem Fall waren das natürlich die ganzen Innenbereiche meines Schriftzuges. Und dadurch, dass wir ja die Karte schon von innen angeklebt haben, bleibt die dann noch übrig und so habt ihr ganz schnell eine richtig tolle Muttertagskarte. Könnt ihr natürlich auch mit anderen Motiven machen und ist eben nicht mehr so, dass man von hinten eine Karte einsteckt, sondern sie einklebt. Für meine letzte Idee zeige ich euch noch, wie ihr schnell ein Lesezeichen machen könnt. Dafür habe ich so eine selbstklebende Folie genommen und ebenfalls wieder getrocknete Blumen. Oben auf dem i kann ich euch gerne ein Video verlinken, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz schnell Blumen selber trocknen könnt. Die habe ich dann angeordnet auf der einen klebenden Seite erst einmal. Und als ich dann damit zufrieden war, habe ich das Papier von der anderen klebenden Seite entfernt und dann beide Seiten aufeinander gedrückt. Dann habe ich mir nochmal den Rakel genommen und das Ganze festgedrückt und dann nur noch zurechtgeschnitten. Damit sind wir mit unserem ersten Teil des Lesezeichens fertig. Jetzt machen wir uns noch eine Tassel. Dafür als erstes oben ein Loch in euer Lesezeichen einstechen. Und für die Tassel brauchen wir ein Stück Wolle oder Garn, das wir mehrfach um unsere vier Finger wickeln. Danach müssen wir uns ein weiteres Stück Garn abschneiden und als erstes so durch unser Lesezeichen fädeln. Und die andere Seite befestigen wir dann an unserem Wollknäuel. Mit einem weiteren Stück Faden können wir dann oben mehrfach das um unser Wollknäuel wickeln und dann festknoten. Jetzt müssen wir nur noch unser Knäuel unten aufschneiden und auch noch zurechtschneiden, damit es gerade abgeschnitten ist. Und so haben wir eben auch noch eine schnelle Tassel gemacht. So habt ihr auch noch ein ganz schnelles Last-Minute-Muttertagsgeschenk. Wenn eure Mama gerne liest, ist das auf jeden Fall das perfekte Geschenk. Und das war es auch schon mit den Ideen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und inspirieren euch für eure Muttertagsgeschenke. Wenn ihr noch weitere Infos über die Cricut-Produkte haben möchtet, dann guckt mal unten in der Infobox. Dort habe ich euch auch alle Projekte und deren Materialien, die ich für die einzelnen Projekte verwendet habe, verlinkt. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!